Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Leech TE 2 im 4 gegen 4 Modus. Was ist das? Ach so, Atlanta wahrscheinlich. Okay, wir gehen ins Burg rein. Welcome to Nova. Schauen wir mal. Nehmt die Masken lieber mit. Ich brauche ein bisschen Schaden, sonst habe ich hier nur Tanks. Die sind schon gut. Die machen auch ein bisschen Schaden. Vielleicht machen wir es erstmal so. Da habe ich eher kleine Tanks für den Anfang. Machen wir so. Ein kleiner Start. Sollte erstmal reichen für die erste Wave. Champion-Katze. Hat das Decks drin? Zwei Stück. Tatsächlich. Ja gut, ich habe schon gesehen, Kampfnamen sind am Start. Zauberer theoretisch auch. Werden auf jeden Fall nochmal rerollen. Und Split können wir gut aufbauen, das ist kein Problem. Gerade mit günstigen Einheiten ist es natürlich total easy. Schauen wir mal hier. Oh. Wo ist das? Hier. Den ganzen Setzling. Der könnte Fiesta haben und dann mit dieser endlos Mythium-Strategie rumkommen. Zack. So. Dem Bärsdrachen. Könnt ihr nach dem Rocker bauen. Ein bisschen magischen Schaden, das ist gut. Healing natürlich auch super. Ich werde mal noch einen Worker gehen. Ich bin mal gierig. Ich kann auch mit meinen günstigen Tanks relativ viel noch ausgleichen. Ich glaube, wir bauen lieber noch mal zwei Masken dazu. Ist sogar ganz gut im Wert drin. Ne? Da ist es gut, dass ich den Worker noch geholt habe. Champion Buff. Wäre noch möglich. Kältezeit ist scheiße, ey. Kaulquappen. Er hat immer noch nur die
die Katze, schick mal Blut rein. Das könnte ein bisschen nerven. Hätte ich noch holen können. Fahren, naja. Das habe ich die Katze auch noch nicht komplett, ne? Dann haben wir die Schnecke noch mit rein. So, eine Maske gebaut mit einem Baum. Und die Katze ist schon komplett. Volle Stacks, das heißt, kann sich heilen. Aber die Blut haut weiter drauf, also gar nicht schlecht. Zack, durch. Ruhig zwei Worker gehen. Werden wir hier noch ein bisschen aufrüsten. So, magischen Schaden für die Steinhauer habe ich und Aufprallschaden und natürliche Verteidigung, also alles top. Das sieht doch gut aus. PS gebaut. Okay, die Katze ist schon down. Tja. Und die nächsten Waves werde ich jetzt erstmal den King aufwerten und den Autosend drin lassen. Aber da habe ich ja schon sehr gut was rausgeholt. 16 Leben, ärgerlich. So, dich baue ich auf jeden Fall auf. Ja, da können wir ruhig noch einen hinsetzen. So, noch eine Maske vorne hin. Den King, weil ich auf den beiden Raves gar nicht schicken brauche. Die Katze ist da zu fett. Gerade Champion-Katze voll ausgebaut. Macht wenig Sinn. Ja, will diese endlos Mythium-Strategie machen. Ich hab's doch geahnt. Guck mal, drei Worker. Mega gierig, aber machen wir einfach mal. Wenn wir die zwei Masken aufwerten. Mehr Damage da ist. Zack. King Upgrades noch mit rein. Also ich werde auf jeden Fall noch mal rerollen, weil ich ja nur günstige Einheiten habe. Die sind zwar gut und stark, so gar kein Problem. Aber ein bisschen mehr Damage brauche ich auf jeden Fall noch und ja, irgendwas, was auch ein bisschen teurer ist. Wäre nicht verkehrt. Vielleicht ja doch ein Bananenbaum oder
ein Schwein oder irgendwie sowas. Wobei Schwein ungünstig ist, wenn ich jetzt schon den Split aufgebaut habe. Ja komm, wir nehmen einfach drei mit. Wir sind ja heute mal mega gierig. Passt doch. Zack. Ein Gold übrig. Klingt doch gut. Jetzt hätte ich theoretisch was schicken können. Mein Unhold ist sowieso drin. Naja. Guck mal, was die nächste Runde so bringt. Ich habe schon den Regenerationsbaum gebaut. Hat sie natürlich super stark, wenn sie sich double heilt. Regeneration und diesen Heal, wenn jemand gekillt wird. Haben wir zwei Echsen rein. Jetzt machen wir hier die Seeschlangen. Bereit zum Angriff. Rein. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das halten kann. Lass uns überraschen. Doppeldino. Ist ja ganz schnell weg. Voll. Aber es sieht gut aus. Der greift immer nur vorne an und die Seeschlange kann hinten angreifen. Ja, easy. Mir schon fast so gemacht. So, wir rollen mal. Den brauche ich. Nehme ich dich raus. Der ist auch gut. Dann nehme ich die Schleime raus. Wir nehmen Kampfnarben mit. Baue ich immer hier vorne hin. Machen noch ein bisschen Meeresdrachenpower. Mana aus relativ weit hinten hin. Sollte passen. Das sollte auf jeden Fall passen. Weil der Bananenbaum soll den Schaden einstecken, soll die Kampfnarben kriegen, damit er größer wird. Das ist der Plan. Okay, Millennium, aber das reicht nicht. Maulwurf rein. Ich würde jetzt nicht nochmal einen zweiten bauen. Muss nicht sein, aber wir können die Masken aufwerfen. Zack. Zack. Reicht. Ich bin ganz gut dabei, ne? Platz 3. Loko sind auch gut. Außer halt der Gelbe. Was ist das? Holy shit. Ah, jetzt hab ich gepennt. Was soll's?
Dann gibt es halt nächste Runde Echsen. Yes, my lord. Consider it done. Ja, Rocker für mich. So. Jetzt bauen wir den hier auf. Hier drüben stellen wir noch einen hin. Und eine Seeschlange. Und es reicht. Machen wir 8 Echsen. Wäre das jetzt Giga Mirks? Wäre das geil. Aber es haben die Leute ja abgewählt. Verstehe ich nicht, wie man das abwählt. Das hier ist auch was interessant. Muss ich auch mal angucken. Aber die kacken halt unfassbar schnell ab, na? Ja, okay. Doch nicht so interessant, wie ich dachte. Hat noch relativ lang gehalten dafür, aber dass sie so schnell down waren. Das ist ein Eiersack. Viele Kaulquappen gebaut. Aber ich dachte, das ist besser. Aber es ist einfach nur Kacke. So, wir machen hier noch mehr Seeschlangen hin. Weil die super sind. Ging es schon komplett. Alter. Auf wen schickt denn der blaue? Lila, orange. Auf mich? Verstehe. Ich verstehe. Ah, Mega Rocker holen. Ah, da geht locker noch, weil irgendwer verkackt immer. So, wir haben jetzt auf jeden Fall nicht so viel magischen Schaden. Deswegen müssen wir hier aufbauen. Consider it done. Aber er hat schon gut Kampfnamen dazu bekommen. Ja, da will man sich nicht beschweren. Das sieht schon super aus. Töte noch mit raus, gut. Sechshundert. Aber trotz Arcaner Verteidigung sind die natürlich super stark. Los, Tadeus, Angriff. Roten. Muss ich natürlich den Eiersack hier verteidigen, weil sonst keiner macht. So, wir gucken mal. Machen wir noch einen Mana raus hin.
Der Baum aufgewertet macht schon sehr viel aus. Alter. Das ist nicht zu verachten. Wie viel Mühe der dadurch bekommt. Aber noch kann ich alles halten. Noch kann ich alles halten. So, haben wir einen dicken Cent. Ein bisschen mehr Druck ausüben. Jetzt bauen wir hier mal ein bisschen was auf. Mal Upgrades hochziehen. Vor Eis reinknallen. Rest noch mit Robos auffüllen. Ah, der Baum hält schon ganz schön lange aus. Doppelbaum. Der Verheerer hält auch übelst lange. Es war gut, dass der den Vor Eis mit reingeknallt hat. Das geht gerade so gut. Aber ich bin schon stark, was Halten angeht, das muss man schon sagen. Die Würfel gut dabei. Schmeißen Auto sind. Und wir holen jetzt auch keine Worker mehr. Das bleibt so wie es ist. Das wird sich ja nichts ändern. Machen wir mehrere Sachen dazu, zack. Noch ein bisschen Tanks aufbauen und Schluss. Trotzdem das noch rausschicken. Ja, dann sammeln wir mal. Sammelt die Mitte oder nicht? Dann machen wir noch einen mit. Dann mache ich auch noch einen mit. Aber ich brauche keine Worker mehr. Das reicht vollkommen aus. Geht es nur auf Einheiten. Alter, die Fürst des Todes. Übelst viele.
Gut, die warten wir alle auf. Und natürlich noch zweimal. Davon welche bauen? Dann machen wir noch mehr Piraten. Das kann ich noch upgraden. Reicht. Auch nur Drachen geschickt. Ja, also ich muss auf jeden Fall Aufprall schicken und Voreis für die beiden Bäume. Für den Verheerer brauche ich auch Voreis. Shit, ey. Aber die Baller, die kacken nicht ab. Okay, der hat reingeschissen. Naja. Sowas gibt's immer mal. Ich würde einfach hier noch zwei hinstellen. Der ist halt schon richtig fett. Und das soll er auch sein. So nutzen wir Kampfnarben optimal aus. Einen dicken Tank, der dann noch fetter wird. Ah. So, gucken wir mal hier rüber. Okay, dann einen großen Löwe und drei Schweine. Das ist auch interessant. Hau mich hier einfach noch ein. Was soll's. So, die Masten können wir noch aufwerten. So viel Mana brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche die Mana raus jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt nur noch Piraten. So, reicht. Ja, da hat auch einige Bäume gebaut. Die Schlange auch am Start. Ich glaube nicht, dass das diese Runde was wird. Wir machen aber mal mit. Brauchen noch Stichschaden. Ich brauche von allem etwas. Den zu besiegen. Oh, die Eier gehen kaputt. Das ist ärgerlich. Aber ich brauche auf jeden Fall einen Stichler hier. Der muss noch mit rein, weil der hat viele Verheerer. Da müssen wir auch nicht reinbauen. Hä, jetzt schickt er nichts? Pirat. Geht nicht. Dann hört man zwei davon auf. Setzen einfach noch eins rein. So, Ogre noch mit rein. Robos rein. Zack.
Schluss. Jawohl, jetzt hat der Bär mal was gebracht. Ja, das schafft er nicht. Jetzt auch nicht schaffen. Wir haben schon alle verschissen. Ich habe aber schon auch durchgedrückt. Und er hält jetzt natürlich. Das war ja klar. So ist es eben. Ja, vor allem ohne Legion. Für MVP, jawohl. Lasst gerne ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut doch gerne bei allen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Was du bist, wie es war. Ciao.